Okay, gleich nochmal. Hier rübersehen, bitte. 1, 2, 3. Jedes Jahr kommen sie in Paris zusammen. Designer und Models, Fotografen und Journalisten. Jeder, der etwas ist. Zum größten Ereignis in der Welt der Mode. Prêt-à-porter. Hier ist Kitty Potter. Ab morgen zeigen die Designer ihre Prêt-à-porter-Kollektion. Das ist mit Abstand die wichtigste Woche, was Mode angeht. Die Zeit, wo sich alles Bedeutende abspielt für das ganze Jahr. Und in diesem Jahr sind auch Sie zu dieser Party eingeladen. Ich bin Sportjournalist. Mode geht mir am Arsch vorbei. Bam. Oh yeah, oh yeah. Meine Vision duldet keine tätowierten Glatzen. Ein fürchterliches Déjà-vu. Ich spreche kein Französisch. Wir zwei hauen Vanity Fair voll vom Sockel. Ist Mode Kunst? Mode ist die Kunst der Straße, aber trotzdem Kunst. Hallo, hier ist Anne Eisenhower. Ja, wie General Dwight D. Eisenhower. Wie haben Sie es geschafft, ganz oben zu bleiben? Vermutlich auf dieselbe Art wie Sie auch, Kitty. Ich habe die Unsicherheit meiner Mitmenschen ausgenutzt. Excuse-moi, ist das nicht die Suite von Gérard? Ich meine natürlich Gérard Depardieu. Cheers. Ich meine das wird Cheers. Gut aussehender Kerl. Er steht nicht so sehr auf Mädchen. Dann verhalte dich eben wie ein Junge. Der läuft mir kalt den Rücken runter. Von Regisseur Robert Altman. Was soll denn das für auf? Kommt die Verführung des Jahres. Ich würde sagen, das ist sehr prêt-à-porter. What will people say? Prêt-à-porter. Es wird einfach jeder da sein. Da. Prêt-à-porter.